Hallo zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Wir machen diese Woche weiter mit intellektuellen Eigentumsrechten. Aber bevor wir da inhaltlich weitermachen, noch kurz was Organisatorisches oder ja, sagen wir was Konzeptionelles. Vielleicht hätte ich das am Anfang der Vorlesung nochmal klar machen sollen. Die Tatsache, dass wir die Vorlesung in dem Format machen, wie sie gehalten wird, ist potenziell für Sie mit einem Vorteil verbunden. Ja? Nur wenn Sie die Vorlesungsaufzeichnung anders behandeln als einen ganz normalen Vorlesungsbesuch, nur dann können Sie daraus auch einen Zusatznutzen ziehen. Wie können Sie aus der Aufzeichnung einen Zusatznutzen ziehen? Indem Sie zwischendrin anhalten, sofort, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, sich eine Notiz dazu machen, sich die Stelle aufschreiben vielleicht in der Literatur nachschlagen, was gemeint sein könnte, die Stelle nochmal hören. Oder im Forum eine Frage zu der Stelle stellen. Oder wenn einer ihrer Kommilitonen irgendwie in der Nähe ist, diskutieren. Ne? Das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Potenziell kann es sehr nützlich sein, wenn Sie die Aufzeichnung zusammen mit anderen Kommilitonen anschauen. Ne? Entweder weil Sie vielleicht sowieso in der Nähe wohnen, vielleicht im gleichen Wohnheim oder keine Ahnung. Aber wenn Sie nicht physisch in der Nähe sind, können Sie trotzdem zusammen YouTube-Videos schauen. Nämlich zum Beispiel, es gibt diverse Wege, das zu tun, aber ein Beispiel ist natürlich über einen Google Hangout. Und wie das funktioniert, wollte ich Ihnen mal kurz zeigen. So sieht jetzt ein YouTube-Video aus. Wenn Sie sich das anschauen, vielleicht sieht es bei Ihnen eher so aus. Bei jedem sieht das ein bisschen anders aus, je nachdem, was für Einstellungen er in seinem Google-Account hat. Jedenfalls, wenn Sie hier auf den Button Share gehen, dann sehen Sie hier eine ganze Reihe von Optionen. Sie können das Video theoretisch mit jemandem auf Facebook teilen. Wahrscheinlich wollen Sie das eher nicht. Sie können darüber tweeten. Sie können das auf Google Plus teilen. Aber Sie können auch direkt, es gibt ja auch einen Button, mit dem Sie einen sogenannten Google Hangout kreieren können. Ein Google Hangout ist so eine Art Skype-Session, bloß eben natürlich von Google. Und da YouTube zu Google gehört, ist YouTube natürlich direkt da drin implementiert. Ne? Also Sie könnten ein YouTube-Video auch zusammen auf YouTube über Skype schauen, aber das ist ein bisschen komplizierter. Ne? Wenn Sie mal hier draufklicken, dann, ich habe jetzt die Chat-Software schon installiert von Google. Wenn Sie das noch nicht installiert haben, werden Sie dann hierzu aufgefordert, ein Plugin zu installieren, gibt es für alle gängigen Browser. Und dann können Sie hier eingeben, wer von Ihren Freunden auf Google Plus eingeladen werden soll zu dem Hangout, den Hangout benennen und dann einfach den Hangout starten. Ich habe jetzt niemanden eingeladen. Und dann haben wir hier so ein Moment. Jetzt ist das Video alleine angegangen. Ja, jetzt sehen Sie es. Okay, der Startbildschirm war hier. Und wenn Sie hier auf YouTube gehen, sehen Sie hier quasi die gemeinsame Ansicht. Ne? Sorry, dass das ein bisschen hin und her geht, aber das Video will irgendwie dauernd von selbst wieder angehen. Sie können, also diese Ansicht ist geteilt mit allen, die in Ihrem Hangout drin sind. Sie können zwischendurch anhalten, sich miteinander unterhalten, hier mit dem Push-to-Talk-Button. Sie können zusammen im Chat irgendwas diskutieren. Das wollte ich nur mal gezeigt haben. Google
ein Google Hangout, dafür brauchen Sie einen Google Account. Entweder ja, die Maler, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, die allermeisten von Ihnen haben wahrscheinlich schon irgendeine Art von Google Account, entweder über YouTube oder über Gmail oder eben direkt über Google Plus. Genau, also für den Hangout brauchen auf jeden Fall alle Beteiligten einen Google-Account. So, das wollte ich Ihnen nochmal gezeigt haben. Alternativ, wenn Sie nicht hier über YouTube gehen wollen, aus welchen Gründen auch immer, können Sie auch direkt auf Google Plus gehen, plus google.com. Dann kommen Sie auf Ihre Startseite. Die sieht bei jedem anders aus, bei mir sieht sie so aus. Und dann haben Sie direkt hier rechts oben einen Button für Start a Hangout. Oder hier über die linke Seite kommen Sie auch zur Hangout-Übersicht. Sehen Sie, wer gerade ein Hangout offen hat von Ihren Freunden. Und da gibt es noch einen Button, Start Hangout. Ne? Das macht alles das Gleiche. Entweder hier Start a Hangout oder hier Start Hangout. Und dann kommen Sie wieder auf dieses Fenster, wo ein Hangout gestartet wird. Ne? Okay. Probieren Sie es mal aus. Es kann ganz nützlich sein. Das wollte ich Ihnen nur mal gezeigt haben. Okay. So, terminlich sind wir jetzt in Woche 8 angelangt. Wir sind immer noch beim Thema IPR. Das schreibe ich nachher noch dazu. Heute schauen wir uns einzelne Beispiele an zum Thema IPR, nämlich hatten wir letzte Woche relativ ausführlich theoretische Argumente uns angeschaut, die dafür sprechen, dass intellektuelle Eigentumsrechte, zumindest die Monopolseite davon, überwiegend mit negativen Effekten für die Gesellschaft verbunden sind. Und was dann zu der Schlussfolgerung führt, dass für die Produktion von Informationsgütern oder Innovation im Allgemeinen intellektuelle Eigentumsrechte nicht unbedingt notwendig sind. Ne? Denn wenn intellektuelle Eigentumsrechte primär den Nutzen haben, dass sie den Produzenten zusätzliche Renten, zusätzliche Monopolgewinne einfahren, dann sind sie nicht unbedingt notwendig für Innovationen. Okay, aber das ist im Prinzip eine empirische Frage, ob das so ist oder nicht. Genau, und dann müssen wir einfach in die Empirie schauen, wie sehen die Daten aus, gibt es Beispiele, was gibt es für Beispiele, die vielleicht das Gegenteil zeigen. Ja. Hier den Link zur Literatur habe ich aktualisiert. Das wurde ja moniert, dass der nicht geht. Der Fehler lag darin, dass ich die PDF-Datei direkt in den alten Moodle-Kurs von vor einem Jahr hochgeladen hatte und natürlich Sie nicht auf diesen Moodle-Kurs zugreifen können. Jetzt habe ich den Link einfach aktualisiert, direkt auf die Seite von den Autoren, wo Sie sich die PDF-Datei für das ganze Buch einfach selber runterladen können. Wahlweise auch kapitelweise. Ja, natürlich, wenn man so ein Buch schreibt, dann muss man es fast zwangsweise auch kostenlos online anbieten. Man kann es aber auch ganz normal über Cambridge University Press bestellen. Ja, hauptsächlich Kapitel 1 und 2 immer noch, glaube ich, ja. Ich glaube, die ganzen Fallbeispiele, die ich mir rausgesucht habe, die sind aus Kapitel 2. Nachher auf einer Überblicksfolie habe ich nochmal die genauen Seitenzahlen, ne? Falls Sie es nicht finden. Also eine Sache noch zu den Übungen. Ich wurde letztes Mal noch angesprochen nach der Übung, dass wenn ich nochmal englische Literatur mitbringe oder irgendeine Art von Literaturaufgabe, dann ja, dann wäre es natürlich besser. Ich würde die Literatur zumindest, die gebraucht wird für den Freitag,
schon ein bisschen vorher bekannt geben, damit Leute, die absolut Probleme mit Englisch haben, sich zumindest mal vorher das anschauen können und grob was übersetzen, ne? Denn ja, nicht alle, die in die Übungssitzung kommen, haben irgendeine Art von Internetgerät dabei, sei es jetzt ein Notebook oder ein Tablet oder ein internetfähiges Handy, sodass nicht jeder das direkt in der Sitzung nachschlagen kann. Falls es doch passieren sollte, trotz Vorbereitung und trotz voriger Ankündigung, dass Sie in der Übung sitzen und irgendwas absolut nicht verstehen, fragen Sie entweder mich, ja, ich habe immer noch das Gefühl, es wird viel zu wenig nachgefragt in der Übungssitzung. Das ist quasi mein Job, da zu sitzen und Ihre Fragen zu beantworten. Oder fragen Sie einfach mal irgendjemand aus der Nachbargruppe, ne? Manche Gruppen haben mehrere Geräte dabei. Vielleicht können Sie sich ja mal kurz was ausleihen, um auf Leo was nachzuschlagen. Okay. Ich sag's gern nochmal. Hier haben wir einen Link zu einem Podcast, wo eben Michele Baldwin interviewt wurde, genau zu dem Buch. Ne? Und es lohnt sich, den Podcast zu hören oder von mir aus das Transkript davon nachzulesen, das auch auf der Seite ist, weil dort eben die Ideen aus dem Buch nochmal sehr knapp und gut dargestellt werden. Ne? Und nochmal der Hinweis auf die Doku-Reihe Everything is a Remix. Wo ziemlich amüsant oder ich finde unterhaltsam aufbereitet wird, dass eben fast alles aus unserer modernen Popkultur in irgendeiner Form einen Remix darstellt, also Elemente aus schon bestehenden Informationsgütern wiederverwenden. Ne? Und es wird eben argumentiert, dass das inhärent ist in der Natur von Kulturgütern, von Informationsgütern. Und deswegen Copyright eher schlecht für Innovation oder für die Produktion von Kultur ist. Okay, aber jetzt steigen wir endgültig ein in die Beispiele. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Vielleicht wiederhole ich das nochmal kurz. Okay, das kann ich nicht wegradieren. Interessant. Genau. Und ein wichtiger Punkt ist, bei der ganzen Diskussion dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass die Produzenten von Informationsgütern, wenn sie die Wahl haben, wollen sie natürlich lieber intellektuelle Monopolrechte, weil sie dann für sich genommen, also für den auf den Einzelfall bezogen, auf sich bezogen, höhere Gewinne haben, als wenn sie starken Wettbewerb hätten. Ne? Also immer wenn wir hier eine normative Aussage treffen, dass intellektuelle Monopolrechte vielleicht schlecht sind, dann ist das immer aus Sicht der Gesellschaft. Aus Produzentensicht sind Monopolrechte immer besser, ne, als Wettbewerb. So, und weil es meiner Erfahrung nach intuitiv schwer ist, das zu glauben, dass es für die Produktion von Informationsgütern nicht unbedingt intellektuelle Eigentumsrechte braucht, schauen wir uns hier ein paar Beispiele an, die genau das zeigen. So, der Markt für englische Bücher in den USA. Und zwar im 19. Jahrhundert. Dieser Markt war dadurch gekennzeichnet, dass jeder in den USA legal Werke aus dem Ausland reproduzieren durfte, und zwar ohne Zahlungen an den Autor leisten zu müssen. Trotzdem kann man eben nachzeichnen aus der Geschichte, dass es vertragliche Arrangements gab, nämlich zwischen amerikanischen Verlagen und englischen Autoren. Ja? Man könnte ja meinen, englische Autoren würden möglichst versuchen, den Markt zu meiden, weil sie dann dort kein Copyright haben. Aber nein, es gab
Kooperation zwischen amerikanischen Verlagen und englischen Autoren. Außerdem gibt es Evidenz dafür, dass englische Autoren teilweise mehr Einnahmen aus den USA hatten als zu Hause. Nehmen wir das Beispiel Charles Dickens. Sein Buch A Christmas Carol wurde in den USA für 6 Cent verkauft. In England für umgerechnet 2,50 Dollar. Moment, da muss ich kurz was nachschlagen.